Willkommen zu einem neuen Erklärvideo von NB Baumaschinen und heute möchten wir euch die Betonstation G440 vorstellen. Ja, was kann die G440? Wie die Typenbezeichnung schon sagt, kann sie bis zu 40 Kubikmeter pro Stunde frischen Beton produzieren. Die 4 in der Bezeichnung, also vor der 40, bedeutet, dass mit einer Füllung, also wenn die Anlage einmal frisch aufgefüllt ist, 4 Kubikmeter direkt am Stück produziert werden können, ohne nachzufüllen. Die G440 hat ein Leergewicht von ca. 5 Tonnen mit Dieselmotor. Die Maschine ist nur 5,30 Meter lang und 2,30 Meter hoch. Dadurch kann sie auch mit jedem LKW oder kleineren Tieflader problemlos transportiert werden. Sie kann also auf der Baustelle eingesetzt werden oder stationär am Platz. Die G440 ist mit einem Dieselmotor oder einem Elektromotor erhältlich. Beide Motoren treiben jeweils eine Hydraulikpumpe an, um alle weiteren Organe der Anlage hydraulisch zu versorgen. Bei dieser Maschine ist ein Kubota Dieselmotor verbaut. Lasst euch den mal kurz zeigen. Direkt unter der Wartungsklappe befindet sich der Dieselmotor zusammen mit der Hydraulikpumpe, dem Hydraulikfilter und dem leicht zu erreichenden Dieseltank. Die G440 besteht aus einem Sand- und einem Kiesbunker, als auch einem Zementbunker, einem Wassertank und optional natürlich Fließmittel, Verzögerer oder weiteren Zusatzstoffen. Hier seht ihr den grünen 1000 Liter Wassertank. Direkt oben drüber die zwei getrennten Bunker, wahlweise als Sand- und oder Kiesbunker zu benutzen. In jeden Bunker gehen ca. 2,7 Kubikmeter Material rein. Die Bunker sind aufgehängt auf Wiegestäben und messen so kontinuierlich während der Produktion das Gewicht des zu verbleibenden Materials. Hier haben wir einen weiteren Wartungsdeckel. Darunter befindet sich hier oben der Kühler und im unteren Teil der Hydrauliktank und der gesamte Hydraulikblock mit allen Verteilern. Oben auf eurer linken Seite seht ihr schon den Zementbunker, der ebenfalls auf Wiegestäben aufgehängt ist. Denn nur so können wir eine super Genauigkeit erreichen. Und jetzt gehen wir ans Herzstück der Anlage. Hier findet ihr die Zuführung der beiden Förderbänder, also vom Sand und vom Kies, direkt in den Doppelwellenmischer. Hier oben sieht man noch den zweiten Hydrauliködelfilter, auch sehr einfach zu wechseln. Ebenfalls befindet sich natürlich direkt am Start des Doppelwellenmischers auch die Zementzufuhr und die Wasserzufuhr und der einzelnen Additive, also zum Beispiel des Verzögerers oder Fließmittels. Ebenso findet ihr hier ein super geiles Highlight. Wir haben die wichtigsten Schmiernippel alle zusammengeführt, sodass ihr sehr einfach dorthin kommt und alle Lager perfekt schmieren könnt. Bei der G440 haben wir eine neue technische Raffinesse für euch entwickelt. Wir haben einen Sprühbalken für die Wasser- und Additivzuführung entwickelt. Der Vorteil des Sprühbalkens ist, das Wasser vermischt sich direkt mit dem Additiv und wird so noch gleichmäßiger ins Material eingetragen. Da es beim Wasser auf der Baustelle oder auch am Betriebsgelände immer wieder zu Veralgung, Verkalkung oder Ähnlichem kommen kann, haben wir natürlich auch wieder einen Wasserfilter verbaut. Hier findet ihr den Wasserfilter, der wie immer sehr einfach zu reinigen und zu wechseln ist mit einem einzigen Schnellverschluss. Da wir nun alle Grundlagen durchgegangen sind, schauen wir uns jetzt das Mischorgan und den hinteren Teil der Maschine an. Auf dieser Seite findet ihr den Hochdruckreiniger verbaut mit einer Schlauchtrommel, um ein einfaches Waschen zu ermöglichen. Direkt unterhalb der Schlauchtrommel befindet sich die Einstellung des Hochdruckreinigers. Hier kann der Druck je nach Belieben verstellt werden, um so ein einfaches Reinigen zu ermöglichen. Und jetzt zum eigentlichen Mischorgan, der G440. In der G440 ist, wie schon gesagt,
ein Doppelwellenmischer verbaut. Er ist angetrieben mit einem voll synchronisierten Getriebe. Dies ermöglicht ein direktes Ineinandergreifen der Paddel und einen sehr, sehr effektiven Mischvorgang. Durch das Doppelwellen-Mischsystem können auch schwierige Materialien problemlos gemischt werden. Zum Beispiel Flüssigboden oder klebriges Recyclingmaterial. Trotz alledem schaffen wir mit nahezu jedem Material eine Leistung von bis zu 40 Kubikmetern pro Stunde. Direkt über dem Doppelwellenmischer befindet sich ein hydraulischer Drehkranz. Er ist angesteuert über ein Magnetventil und kann je nach Ausstattung auch mit der Fernbedienung betätigt werden. Durch den Drehkranz ist eine saubere Befüllung auch während des Mischvorgangs gewährleistet. Man kann zum Beispiel Autoanhänger, Radladerschaufeln, Lego-Formen ganz einfach befüllen und die Menge ideal an der richtigen Stelle dosieren. Direkt neben dem Drehkranz befindet sich noch ein Hydraulikzylinder. Mit dem Hydraulikzylinder kann man die Schneckenhöhe ideal einstellen, um zum Beispiel auf ein höheres Gefährt oder in eine Radladerschaufel oder eben auch in eine Lego-Form den Beton einzufüllen. Er ist ganz einfach über die Fernbedienung anzusteuern oder über den manuellen Hebel direkt neben dem Display. Alle Schnecken der G440, also sowohl die zwei des Doppelwellenmischers als auch der Austragschnecke, sind mit wechselbaren Hadox-Verschleißteilen ausgestattet. Hier oben unter dem Zementbunker findet ihr noch die LED-Scheinwerfer. Diese sind natürlich optional erhältlich. Ebenso die Rutschen zum Einhängen in die Austragschnecke, wenn ihr den Austragsweg mal verlängern wollt. Damit ihr einmal seht, wie das funktioniert, zeigen wir euch, wie einfach die Rutsche eingehängt werden kann. Hier befindet sich die Leiter, um jederzeit auf die Wartungsplattform aufzusteigen. Dort kann man einen Blick in den Sand- und Kiesbunker oder in den Zementbunker werfen. Hinter der Leiter befindet sich die manuelle Bedienung des Drehwerks vom Mischer, der Austragschnecke. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wozu ist der dritte Hebel? Denn die Maschine hat noch eine dritte Funktion. Um schwierige Mischmaterialien besser mischen zu können, kann man die Steigung des Doppelwellenmischers verändern. Man kann also die Steigung zum Beispiel erhöhen, um den Weg, den Mischweg des Materials künstlich zu verlängern. Um die Anlage auch bei längerer Zeit komplett stromlos zu machen, habt ihr auch natürlich bei der G440 wieder einen Motorknochen verbaut. Hier findet ihr noch drei Instrumente zur Drucküberwachung der Maschine. Hier seht ihr jederzeit den Druck vom Mischer 1 und vom Mischer 2 und von der Pumpe. Bevor wir uns nun die Bedienung der Maschine anschauen, gucken wir noch einmal in die letzte Öffnung und gucken uns an, wie einfach zugänglich auch die Batterie ist. Auch von dieser Seite habt ihr natürlich wieder Zugang zum Einlauf des Zements in den Doppelwellenmischer oder ihr könnt den Doppelwellenmischer ganz einfach über zwei Schnellverschlüsse öffnen, um ihn am Ende des Arbeitstages zu waschen oder einmal zur Inspektion anzuschauen. So, und nun zu guter Letzt erklären wir euch noch die Bedienung der G440. Zunächst haben wir hier die Fernbedienung. Über die Fernbedienung könnt ihr den Mischvorgang starten und stoppen. Ihr könnt den Mischer in die richtige Position schwenken. Ihr könnt den Mischer in der Höhe einstellen und ihr könnt die Austragschnecke in der richtigen Austragshöhe einstellen. Und jetzt ab zum Display. Oben links seht ihr genau wie bei der G440 den Start und Stopp. Darunter auf der linken Seite seht ihr den Start und Stopp des Hochdruckreinigers. Oben rechts befindet sich die zusätzliche Einstellung der Wasserdosierung. Ihr könnt hier in 5 Liter Schritten während der Produktion die Wassermenge einstellen. Das heißt, wenn das Material zu trocken werden sollte
kann man direkt während der Produktion eingreifen und zum Beispiel auf die Plus-Taste drücken, um das Wasser um 5 Liter zu erhöhen. Direkt unter der Wassermengeneinstellung befindet sich der Start und Stopp des Waschprogramms. Das Waschprogramm ist ideal, um eine Vorwäsche des Mischers durchzuführen. Rechts unten befindet sich der Drucker. Dieser eignet sich ideal, um einen Nachweis des Rezeptes für den Kunden zu haben. Hier neben ist eine USB-Schnittstelle. Es können die letzten 200 Produktionen direkt auf den USB-Stick heruntergeladen werden. Dann haben wir noch den Ein- und Ausschalter, der LED-Scheinwerfer hinten an der Maschine und natürlich den Zündschlüssel und einen Notaus. Und jetzt schauen wir uns mal das Display an. Wir machen zuerst die Zündung der Maschine an. Damit es jetzt nicht zu laut wird, starten wir die Maschine natürlich nicht. Das Display können wir euch trotzdem zeigen. Nach wenigen Sekunden ist das Display hochgefahren. Hier sieht man schon die Einstellung des letzten Rezepts. Hier oben links im Display seht ihr die ausgewählte Produktionsgeschwindigkeit. Derzeit ist diese auf 40 Kubikmeter pro Stunde eingestellt. Man kann aber natürlich auch langsamer produzieren, indem man ganz einfach diese Pfeiltasten drückt und eine andere Geschwindigkeit auswählt. Möchte ich zum Beispiel einen halben Kubikmeter dieses eingestellten Rezeptes produzieren, drücke ich jetzt einfach auf Start und die Maschine beginnt mit der Produktion. Dann haben wir hier natürlich noch die Zementmenge, die ebenso über die Pfeiltasten zu verstellen ist, die Wassermenge, Sand oder Kies und nochmal Sand oder Kies, je nachdem, in welchem Bunker das Material sich befindet. Dazu noch die zwei Zusatzmittel. Wenn ich jetzt mein Rezept für die Zukunft speichern möchte, kann ich ganz einfach auf Speichern klicken und einen Namen eingeben. Wählen wir jetzt zum Beispiel Nummer 12 und drücken auf Speichern, ist dieses Rezept in unseren gespeicherten Rezepten hinterlegt. Wenn ich nun wieder zurück ins Menü gehe und auf das Home-Menü, sehe ich wieder den Produktionsbildschirm. Möchte ich wieder ins Menü, kann ich hier das Menü auswählen, unsere gespeicherten Rezepte auswählen, die früheren Produktionen anschauen, ganz einfach über manuelle Kontrollen jedes einzelne Organ der Maschine einzeln ansteuern, den Status des Dieselmotors ansehen, unsere Maschinenstatistiken angucken, den Zellenmesswert der einzelnen Wiegezellen und Bunker anschauen oder die Anlagen- und Systemeinstellungen verändern. Und jetzt möchten wir euch Danke sagen fürs Anschauen unseres Erklärvideos zur G440 Betonstation. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch gerne unter der Telefonnummer 087-25-96-77-955. Gerne natürlich auf unserer Homepage auf www.nb-baumaschinen.de oder per WhatsApp oder Instagram, was auch immer ihr möchtet. Bis nächstes Mal!